Kommt zum ersten Video von Bus Simulator. Boah, es ist klein. Wo ist ein riesen Fenster? Das ist ein wo hier einstellen? Nur im Bus. Nur in Ego und Sicht. In Außen und Sicht. Nicht sichtbar. Was ist UL-Einstellung? Immer sichtbar. Das Minicard sichtbar. Immer sichtbar. Was ist Spiegel sichtbar. Wo in außen ist. Die ist sichtbar. Und Ego versieht. So Chip. Untertitelkonvention natürlich an. Kurven als Vorschau aktivieren. Ja. Wird vielleicht gut sein. Vibrationsstärke. Ja, wir kennen Vibrationen. Bremskraftfaktor. Kopfbewegungswert. Ja, 1. Maximal NTSC Autoanzahl. Aber so. Umso weniger Autos, umso weniger macht es Bumm und umso weniger, dass wir auch irgendwo dagegen krachen. Nicht schon hinstellen können. Auch niedrig. Was eine Fahrgast blockiert die Tür. Was niemals. Ja, immer so, niemals. Ein Fahrgast vergisst den Bus zu verlassen. Niemals. Kostet Zeit. Zeit ist Geld. Wenn nicht haben, das passiert. Fahrgast hört laut Musik. Vielleicht ist es ja eine Mission. Ja, da müssen wir ja auch vollends was ausmachen. Fahrgast lässt Müll im Bus fallen. Nie. Was Zeit muss ich vielleicht. Den Müll aufsammeln und durchgehen und dit und wegschmeißen. Was ist Zeit? Fahrgast hat jetzt seinen Bus vergessen. Echt. Richter von Finderlohn oder bla 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 oder sonst was, wer weiß. Oh. Auto blockiert halte Bucht. Niemals. Kostet Zeit. Warum mache ich dann die Scheiße? Alter. Gesamtlautstärke. Wie hoch geht es? 1. Busfunklautstärke. 1. Höher geht's nicht. Motorlautstärke. Alles 1. O1. Umgebungsstärke. O1. Musiklautstärke. Oh, keine Musik. Dialoglautstärke geht nicht höher wie 1. Lautstärke der Benutzer. Vielleicht auch. Ja, geht nicht. Ja, Steuerung lassen wir mal. Fähig abbrechen. AX annehmen. Immer sichtbar an. Null. Hauskraft 2. Kopfhörer geht nicht. Niedrig, niemals, niemals hoch, niemals, niemals. Was? Server, Browser, nee. Unternehmen.
neues Unternehmen. Bitte gib den Namen deines Unternehmens an. Ich weiß jetzt nicht, wie das. Weiß nicht, wie das jetzt in Details. Heißt es so? Heißt doch UNV. Nee, das ist glaube Strom in meiner Stadt. Ich muss ganz kurz was überlegen, ganz kurz überlegen. Ja, heißt was so. Ah, so, okay. Yes. SWU Busverkehr Ulm. So nennen wir das. Was Standbox mit warum geht es nicht? Ja. Was? Bankrottaktivierung. Sie ausscheiden. Das wollte ich doch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen aus- und anschalten konnte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das andere ein- und ausschalten konnte.
Es wird geladen und es hat. Ah, Scheiße, so hätte ich das, glaube ich, variieren können mit dem Pimmel. Ja, nicht mit normalen Steuerkreuz. Ja. Egal, so ist es halt. Was eine Krawatte. Warte, ne, ich war ohne. Was sieht denn nicht besser aus? Ah, ja. Ja. Oh, so ist er besser. Ja, so lassen wir ihn. Vorweis. Oh, drei. Ja. Oder zwei. Nee, eins ist zwei. Boah, so, sieht man, ist mein Fernseher zu groß oder was? Warum ist es da unten abgetrennt? Kreis ist zurück. Ich hab mir nichts. Schön, dich wieder zu. Hier zu sehen. Siegel. Hä? Was ist das für ein Scheiß, Mann? Ist mein Fernseher zu riesig oder was? Ich kann da unten nichts lesen. Ey, das ist so behindert. Ich kann auch nicht lesen, was da steht. Das Bild nicht höher schieben oder kleiner machen. Ich kann nur nicht lesen, was da ist. Die ganzen Dinger da, R2, L2 drucken. Einmal Kreis komme ich da hin. Das Spiel beenden. Guck mal, das kann man gar nicht lesen. Ey. Ich muss noch ein Bild kleiner machen.
Boah. Busfunktion. Oh, gestern Stege habe ich. Gestern Lautstärke habe ich auf 0 gemacht. Das ist Viereck abbrechen. Ich glaube, Kreis ist so. Hey, wo kann ich? Das ist doch behindert, dass da so zip, 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 zip ist. Ich kann es unten nicht lesen, ey. Alter, das ist doch beschmuft. Ah, jetzt. Aber draußen, ne, dass du unten nicht lesen kannst. Nutze den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen. Öffne die vordere Tür, indem du mit X-Taste an der Spotus. Achso, das ist ohne das. So sieht man Menschen. Dreh den Bus, interagiere mit dem Fahrsitz, um Bus zu nehmen. Super, ich setze mich einfach hier hin, während du es dir auf dem Fahrersitz bequem machst. Wechsle in die Außenansicht mit. Außenansicht mit L3. Wechseln die Ego. Nimm dir Zeit, um dich mit den Bedienelementen vertraut zu machen. Vergiss nicht, die Türen zu schließen und das Licht einzuschalten. Ja, mache ich schon. Nur mit der Ruhe. Führerstand Zoom rum. Öffne das Action-Menü. Schieß das Action-Menü. Schalte die Zündung ein, indem du die Anzeigetaste im Führerstand oder die Anzeigetaste drückst. Was? Muss man so fahren oder was? Nicht.
Schalte die Lichter an, indem du die vorgehobene Taste im Führerschein drückst oder das. Schließe alle Türen. Fahrerstand zoom aus. Bist du bereit, den öffentlichen Nahverkehr zurück nach Seaside Valley zu bringen? Super. Dann löst die Feststellbremse und fahr Richtung Ausfahrt. Das ist die Standardbremse, indem du in dem hervorgehobenen Hebel. Boah! Beschleunigen. Ja. Das ging oder was? Friedhof 2. Ach Gott, sag, was soll ich? Ist das ein Käse? Ist das ein Käse? Beschleunigen, ja. Was ist unten? Führerschein verlassen. Fahrkartenautomat. Steuerungsmenü. So, was ist das? Und bevor ich's vergesse, ich habe eine Überraschung für dich. Folge einfach der GPS-Route. Wo ist Blinker?
so. Mein Vorgänger war kein Freund des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb ging hier alles außer Betrieb. In Sunny Springs, da wo ich gearbeitet habe, haben wir eng mit dem örtlichen Busunternehmen zusammengearbeitet. Das hat die Zufriedenheit unserer Einwohner deutlich verbessert. Oh, wie ging aber die Außensicht? Können Sie das Ding besser fahren? Sollte man hier schneller. Das Action, das Aktionmenü kann nur geöffnet werden. Fahrt mal hier rüber. Hier. Oh, gleich kommt die erste Haltestelle. Ich hoffe, du erinnerst dich an dein Training. Ich habe nämlich ein paar Leute zu unserer Jungfernfahrt eingeladen. Halte nah genug am Bordstein und innerhalb der Markierung. Oh, und vergiss nicht zu blinken. Hallo zusammen. Guten Morgen, Frau Tannhauser. Schön, dass Sie es geschafft haben. Hallo, Mira. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Hey, Sam, wie geht's Ihrer Tochter? Oh, danke, Mira. Sie ist ganz schön im Stress in letzter Zeit. Sie ist recht lebhaft, stimmt's? Schön, dass ihr da seid. Setzt euch bitte hin, wir fahren gleich ab. Jetzt kommt der schwerste Teil. Siehst du die Uhr? Glaubst du, du schaffst es rechtzeitig zur nächsten Haltestelle? Wie schön, dass so viele Leute zur Testfahrt gekommen sind. Sie scheinen sich wirklich auf die Einführung des öffentlichen Nahverkehrs zu freuen. Ja, so wie es Lohn gemacht wird. So halt ist Lohne noch das Spiel nicht. Ich glaube, das beachten nicht. Läuft doch ganz gut bis jetzt. Der nächste Halt ist gleich da drüben.
Aubrey und ich sind vor einer Weile hierher gezogen. In dieser Straße haben wir eine hübsche Wohnung gefunden. Es gefällt uns hier wirklich sehr. Hier gibt es einige tolle Restaurants. Wenn man vom Teufel spricht, darf ich dir meine Verlobte vorstellen? Hey, Schatz, die Nachbarn würden sich gern den Rasenmäher ausleihen. Na klar, bestell schöne Grüße. Sieht aus, als könnten wir abfahren. Oh, halt! Jemand blockiert die Tür. Du musst durchsagen, dass die Person die Tür freimachen soll, damit wir abfahren können. Er geht zu Vollgas, spiegelt sich mit was. Boah, Mann, ey. Hier ist die vordere Tür, in dem du mit der Türtaste an der vorderen Seite des Busses indikierst. So, fahr schon genau über die. Schließe die vordere Tür, indem du mit der Türtaste an der vorderen Seite. Mit dem Affen, ich hab's doch rausgestellt, ey. Ich glaube, jetzt sind alle drin. Oh, wusstest du, dass dieser Bus einen Bluetech-Diesel hat? Der erzeugt 210 Kilowatt Leistung. Ich habe mich etwas schlau gemacht, bevor wir uns für dieses Modell entschieden haben. Im Sommer laufe ich gerne an dieser Promenade entlang. Es wird immer ein frischer Wind, die Bäume spenden Schatten. Und wenn es zu heiß wird, ist der Fluss nicht weit. Ja. Ui! Unser nächster Halt ist gleich da vorne. Entschuldigung, ich bin extrem aufgeregt. Hallo, eine Fahrkarte bitte. Oh, das ist nur eine Art Testfahrt. Obwohl,
Das wäre eine gute Gelegenheit, um zu überprüfen, ob der Fahrkartenautomat funktioniert, stimmt's? Der Fahrkarte dauert, der Fahrgast möchte eine Woche. Warte. Hey, ich hätte nicht gedacht, dass Sie kommen. Hey, Mira. Ja, ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Professor Zellermann, Sie hätte ich hier gar nicht erwartet. Die Gelegenheit lasse ich mir doch nicht entgehen. Meine Verlobte hat schon unser Auto verkauft, weil wir endlich wieder Bus fahren können. Im Ernst? Dann hoffen wir mal, dass unser Vorhaben erfolgreich ist. Genießen Sie den Tag. Nee, eine Fahrkartentüte. Der Fahrgast möchte eine Studentenfahrkarte. Er sei Steuer gehalten. Gib Wechselgeld zurück, indem du eine Vor-Taste drückst. Hallo, können Sie bitte die Rampe runterlassen? Klar, kein Problem. Kannst du zum Einsteigen bitte die Rampe herunterlassen? Wie ging das? Herzlichen Dank. Wenn die Busse wieder fahren, wird es für mich viel einfacher, von A nach B zu kommen. Bis jetzt läuft es doch ganz gut. Ich glaube, wir können weiter. Das Schwimmbad ist ein toller Ort, um in der Freizeit zu entspannen. Es gibt nette Ruhebereiche und wundervolle Massagen, die gar nicht so viel kosten. Es sind sogar ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne. Es scheint sich rumgesprochen zu haben. Das ist nicht so der Burner. Oh. Oh nein! Oh, das gibt mir einen Kratzer. Das müssen wir später reparieren lassen. Was denn? Ich hab doch gar nichts berührt. Was denn? Ich hab doch gar nichts berührt. Tch.
Meine Fresse. Ich hab doch gar nichts berührt. Eigentlich habe ich gar nichts gehört. Das ist die Endstation. Alle Passagiere müssen hier aussteigen. Danach fahren wir in die Garage und parken den Bus. An alle, die noch an Bord sind, vielen Dank, dass Sie mit uns gefahren sind. Mit Ihrer Unterstützung bringen wir die öffentlichen Verkehrsmittel zurück nach Seaside Valley. Entschuldigung, können Sie mir noch mal beim Aussteigen helfen? Natürlich. Hilfst du dem Passagier im Rollstuhl beim Aussteigen? Ah Gott, Sack, das ist ein Klump. Ich will die Rampe nicht runtergehen. Boah. Die Rampe will nicht. Thank you.
verdammte Scheiße. Ich glaube, das waren alle. Die Strecke zur Garage ist im GPS markiert. Lass uns hinfahren und Feierabend machen. Wir haben einige Grafikdesigner beauftragt, Aufkleber und Folien zum Anpassen unserer Busse zu gestalten. Hoffentlich schicken sie uns bald ihre Designvorschläge. Ui! Mann! Oh nein! Oh, das gibt einen Kratzer. Was denn? Das müssen wir später reparieren lassen. Das war nur ein Bordstein. Mann, ey. Laber doch nicht so einen Müll dahin. Es ist alles vorbereitet. Da drüben. Das ist eine Tortur. Tja, alles in allem war das eine erfolgreiche Jungfernfahrt. Meinst du nicht auch? Glückwunsch. Schalt alle Lichter aus, indem du die hervorragende Taste mit Führerstand drücken oder aus. Schalte die Zündung aus, indem du die Anzeigetaste drückst.
fällt die Zündung aus, indem du... Oh. Was hat den Führerstand? Lass mich nur schnell meine Sachen holen. Wir haben einige Systeme eingerichtet, damit du Strecken planen und unser Projekt weiterentwickeln kannst. Ich zeig sie dir schnell. Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Seht, dass du überhaupt nicht möchtest. Ja. Das ist jetzt auch gespeichert. Was jetzt gespeichert? Ja. Ja, noch 23 Uhr. Wie gesagt, 21:25 Uhr. Da habe ich noch gar nicht gespielt. Ich kann ja am 21:25 Uhr sagen, ich habe gespielt. Ich werde kurz nach 10 gefunden. Das Unternehmen löschen. Nee, will ich nicht. Wo bin ich jetzt? Okay, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe...
Okay, dann sagen wir, das war's mit dem Video.